Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema gibt es im Rahmen der ARD-Themenwoche Demografischer Wandel, mehr Zeit für Leben. Und unser Thema heute Nacht heißt Angst vorm Altwerden. Und ich möchte euch fragen, die Jüngeren, habt ihr Angst vorm Altwerden? Habt ihr Erfahrungen mit alten Menschen, mit sehr viel älteren Menschen? Habt ihr vielleicht einen schweren Krankheitsfall in eurer Familie? Habt ihr einen älteren Menschen gepflegt? Oder lebt ihr vielleicht sogar mit sehr viel älteren Leuten zusammen? So WG-mäßig gibt es ja mittlerweile auch schon hier und da. Und die Frage an die älteren Leute, wie empfindet ihr das Altsein? Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Würde auch gerne mit dem einen oder anderen älteren Menschen sprechen, der so ganz untypisch für sein Alter ist, der vielleicht ein bisschen schräg drauf ist und gar nicht altersgemäß lebt und denkt und sich so verhält. Also, das Thema heute Abend, heute Nacht bei uns, Angst vorm Älterwerden. Und wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist 88 Jahre alt und heißt Bruno. Ich grüße dich sehr herzlich. Hallo. Hallo, ja, guten Abend, Domian. Ja, Bruno, schön, dass du da bist. Herankommen. Also, du bist ja nun in einem sehr stolzen Alter, muss ich erstmal sagen. So. Das ist mir allerdings gar nicht bewusst geworden, das Alter. Da ist ja nicht so sehr die Frage, ob man Angst vor dem Altwerden hat, sondern wann diese Angst ansetzt. Also, ja. Das dürfte wohl. Wann hat die bei. Gab es einen Zeitpunkt bei dir, wo die Angst vor dem Altwerden eingesetzt hat? Ja, also vielleicht, also bis 86, also bis vor kurzem war ich im karitativen Bereich tätig, ja, aktiv tätig. Und was hast du gemacht? Also einmal war ich in der Friedensbewegung tätig, dann später im karitativen Bereich, also insbesondere für Asylanten. Ah ja. Mhm. Also ich, und zwar dann dadurch, weil ich bin Jurist bin, hatte ich da die Möglichkeiten, also mich also auch von dieser Seite her aktiv zu betätigen. Achso, du warst in deinem früheren aktiven Leben Jurist und hast dann dein Fachwissen. Ich bin Publizist, also in wirtschaftlichen Fragen, also in, ja. Und hab's da ziemlich weit gebracht. Also. Mhm. Aber die Frage war, wann hast du Angst gehabt vom Alter? Ja, also es gibt ja, du meinst sicherlich den biologischen Begriff Alter, also dass man die Zähne ausfallen oder dass Gedächtnisfähigkeit nachlässt. Ne? Ich merke, du hast da gar nicht so, du hast es gar nicht so mit dem Begriff Alter oder Altsein. Fühlst du dich denn alt? Ja, diese existenziellen Ängste, die also Menschen vor allen Dingen jetzt auch haben, die auch mit 50 Jahren, 55 und so weiter, also mit dem Alter zusammenhängen, auch die Jahre, diese Ängste, die hatte ich überhaupt nicht, weil ich eben beruflich also da vollkommen abgesichert war. Okay, dann frage ich mal so, wie geht's dir gesundheitlich? Du bist 88 Jahre alt. Eigentlich ganz gut, ja. Das ist ja eine Gnade, das ist ja super. Wenn, eine Gnade, ja. Ja, wenn man in dem Alter so fit ist. Und was glaubst du, was ist der Vorteil des Altwerdens oder des sogar sehr Altseins? Also des Altwerdens, Vorteile sind zum Beispiel, dass man sich viel mehr herausnimmt, als man es da als junger Mann, also sowohl im gesellschaftlichen Bereich, also man sagt, also hör mal, muss mal wieder sowieso und sowieso, dann auch Frauen gegenüber ist man viel lockerer, gelöster, als wenn man 40 ist zum Beispiel nicht. Warum ist man da lockerer? Weil man nichts zu verlieren hat? Ich will jetzt nicht sexuelle Gebiete streifen, aber es ist so, dass schon die Frauen weniger befürchten, dass man sofort mit ihnen ins Bett hüpft. Ich verstehe. Kurze Zwischenfrage zu dem Thema Frauen. Lebst du allein oder hast du eine Partnerin?
Ich habe eine Partnerin. Darf ich fragen, wie alt die ist? Die ist wesentlich jünger, also etwa 20 Jahre jünger. 20 Jahre jünger. Und wie lange seid ihr beiden schon zusammen? Ach, das sind jetzt 25. 25 Jahre schon? Ja. Ah ja, das ist ja schon. Also wir waren bei den Vorteilen des Altseins. Hm? Gibt es noch etwas, was du sagen könntest? Also ich kann nur jedem sagen, also so spät wie möglich anfangen, Angst vor dem Alter zu haben. Das kann man dadurch verhindern, dass man immer, dass man neugierig ist. Das ist ganz wichtig im Leben. Das heißt, dass man immer wieder sozusagen Themen des Lebens parat hat. Wahrscheinlich auch, dass man sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt. Richtig, ja. Ja, ja, klar. Ja. Dass man gezwungen ist, also diesen Herausforderungen pari zu bieten, dadurch, dass man eben dann diese Arbeiten aufgreift. Mhm. So, jetzt hatten wir gerade so die Vorteile, wie du sie genannt hast, aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus. Was sind die Nachteile aus deiner Lebenserfahrung heraus? Also ein Nachteil ist natürlich, wenn man zum Beispiel in einer interessanten Position war, dass man sozusagen in der Öffentlichkeit ein gewisses Ansehen hatte, und dann fällt man plötzlich zunächst einmal in ein tiefes Loch, ne? Nicht? Also fängt mit sowieso Leihautos und mit verschiedenen Dingen hängt es zusammen. Und dann muss man sehen, dass man ganz schnell aus dem Loch herauskommt und wieder aktiv sein. Eine ganz andere Tätigkeit aufnimmt. Ich hatte zum Beispiel eben gesagt, mein ganzes Leben hatte ich dazu verwandt, dass die Reichen noch reicher werden. Und jetzt möchte ich mal dafür sorgen, dass die Armen nicht erst werden, sondern hier was abbekommen. Ja. Weißt du, wenn ich an mein eigenes Alter denke, ist zum Beispiel eine große Angst, die ich habe, und das sehe ich so auch in Verwandten, im Verwandtschaftskreis, dass je älter man wird, desto mehr Menschen verliert man ja, die man mochte. Ja, man erlebt so viel Sterben um sich herum. Das ist klar, dass man selbst eben in eine Generation kommt, in dem naturgemäß mehr Menschen sterben und die Bekanntschaft mit dem Tod macht. Das ist schon etwas, was einen bedrückt. Ohne Zweifel. Ich denke an meine Klassenkameraden, von denen plötzlich nur noch 3, 4 übrig sind. Ja, wahrscheinlich viele gute Freunde von dir, die leben gar nicht auch mehr. Auch Freunde und so. Ja, also das ist schon ein psychologischer Nachteil, der auch, glaube ich, nicht wegzudrängen ist, weil der eben der Tod kann ja niemand entweihen. Und das ist, denkst du in deinem Alter von 88 oft an den Tod? Damit beschäftigt man sich schon, ja. Mit dem Thema. Ist das verbunden mit Angst oder mit Gelassenheit? Also mit Gelassenheit, nein. Wenn dann schon der Freund oder der Verwandte oder die Schwester stirbt, dann ist das schon, kann man nicht mehr von Gelassenheit sprechen. Nee, ich meine, bezogen jetzt auf deinen Tod. Wie denkst du darüber, ja? Ja, das geht dann wieder in religiöse Bereiche unter Umständen und so weiter. Da glaube ich schon auch, dass man da Angst hat, nicht? Aber es ist, darf halt nicht. Wenn man beschäftigt ist, dann wird diese Angst und natürlich auch gesundheitliche Voraussetzungen, wenn man schwere Krankheit hat, dann wird die Angst vor dem Tod größer sein, als wenn man Auto fahren kann und. Und die normalen. Das heißt, du hast das Gefühl, dass du dich noch ganz gut ablenken kannst von dem Tod. Richtig. Durch deine ganzen Aktivitäten. Nicht ständiger Begleiter sozusagen. Ja, ne? Es ist dann ja sicher nicht nur die Angst vor dem Tod, sondern auch die Angst vor Gebrechlichkeit und vielleicht irgendwann ein Pflegefall sein zu müssen. Ja. Angst, dass das unter Umständen mal eintreten kann, weil man ja bekanntlich nicht ewig lebt. Das ist schon der Fall. Aber man muss eben dafür sorgen, dass es nicht überhand nimmt, nicht? Dass andere Dinge des Lebens vorherrschen bleiben. Auch zum Beispiel, dass man schönen Frauen nachschaut. Hm? Ja, das wollte ich gerade fragen. Hier in dieser Sendung können wir alles immer besprechen und auch mit jedem. Und du hast dich ja hier freiwillig gemeldet. Ist denn das so im Alter von 88 Jahren? Hat man dann auch große Lust auf Erotik und Sex? Ja, also ich kann nur von mir sprechen, eine enorme Lust. Eine enorme Lust? Ja. Also das ist ja sensationell. Vielleicht also dann, da die Auswahl an Frauen etwas geringer wird in dem Alter, ja. Ja. Aber man hat Massagemöglichkeiten und, auch Onanie und so weiter und so weiter. Aber die Freude an der Sexualität, die ist jedenfalls bei mir
ungebrochen, möchte ich sagen. Also, das beruhigt mich ungemein. Ja, schön, ne? Ja, das finde ich wirklich toll, ja. Aber ich glaube, Bruno, ich muss dir ja wirklich ein absolutes Kompliment machen. Du bist, glaube ich, auch ein Sonderfall. So wie, auch die Einstellung, die du hast und dann die ganzen Aktivitäten, dass du das in diesem Alter noch alles so hinkriegst, du könntest ja auch 68 sein oder so, wie du klingst. Also. Das ist auch sehr wichtig, die geistige, mentale Entwicklung. Also ich war immer, das will ich mal sagen, Linke in Anführungsstrichen, also ich war immer für das Aufgeschlossensein, für das also nicht das Konservative im üblichen Sinne. Und das ist auch ganz wichtig, dass die mentale Entwicklung, die... Absolut, das glaube ich auch, ja. Wenn man schon ein so stolzes Alter erreicht hat, hast du noch Ziele und Träume? Ziele und Träume hab ich immer noch, ja. Nennst du mir vielleicht einen Traum, ein Ziel? Das wäre hier zum Beispiel ein Ferrari fahren, ne? Ein was? Ein Ferrari fahren. Ich verstehe nicht, ein Ferrari fahren? Bitte, ein Ferrari. Ein Ferrari fahren? Ja. Ach so, verstehe. Zum Beispiel, das würde mir also schon einen großen Spaß machen. Ah ja. Oder eben auch so einen nicht kleinen Harem haben, nicht? Das würde jetzt also nicht unbescheiden. Ein Ferrari, ein Harem, also ja, ja. Okay, nicht schlecht. Wie lange möchtest du noch leben? Solange es lebenswert ist, das Leben, ne? Nicht? Also ich glaube, ich meine, das sehe ich auch im Umkreis, auch bei Familienangehörigen, dass die Lust zu leben nachlässt, wenn man Leid und Pein ertragen muss, nicht? Hast du eigentlich Kinder? Ich habe einen Sohn, ja. Wie alt ist der? Das ist auch schon nicht mehr der Jüngste dann, ne? Der ist schon also weit über 40, ja. Ja, gut, das geht ja dann noch. Und hast du mit dem einen guten Kontakt? Guten Kontakt, ja. Also nicht furchtbar. Also er ist beruflich gut versorgt und ist natürlich insofern ein anderer Mensch, also ruhiger und konservativer ist. Als der Papa. Lieber Bruno, das hat mir sehr Freude gemacht, sehr viel Freude gemacht, mit dir gesprochen zu haben. Gut, ich habe mich auch. Wünsche dir alles Gute, dass du deinen Harem, dein Ferrari bekommst. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute, dass du, wie gesagt, dann, ich weiß nicht, wie alt bist du jetzt? Ich bin 50. 55? 50! 50? Ja. Na, stell dir mal vor, ja, da hast du noch viel, viel Zeit, um freudvoll zu leben. Ja, ne? Ich werde mich bemühen. Danke für deinen Anruf und alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So, unser Thema, Angst vorm Altwerden, vorm Älterwerden. Wenn ihr Angst vor dem Älterwerden habt oder vielleicht Frage an die Jüngeren oder vielleicht auch sehr viel Jüngeren, wie stellt ihr euch das Alter vor? Ist das für euch eine Horrorvision, irgendwie älter zu werden? Oder seht ihr das Ganze gelassen und sagt, okay, das hat ja auch große Vorteile, man ist erfahrener, man kann vielleicht klüger mit den Dingen umgehen. Wie seht ihr das? Wie sind eure Erfahrungen überhaupt mit älteren Leuten? Und die Frage an die Älteren, wie erlebt ihr das Altsein? Ist es für euch gut, ist es schlecht? Vielleicht lebt ihr ganz ungewöhnlich für euer Alter. Ich würde gerne mit euch darüber sprechen. 0800 220 50 50. Hier ist eine etwas jüngere Frau, nämlich die Christine. Und die Christine ist 39. Guten Morgen, Christine. Hallo, Domian. Hallo, Christine. Wie sieht das bei dir aus? Ja, ich habe eigentlich schon ein bisschen Panik, aber weniger vorm Alter, als eher eben, wie man quasi in Würde alt werden kann, weil die Gesellschaft so jugendfixiert ist und jetzt in meinem Umfeld sich alle operieren lassen wie die Blöden. Aha. Und Lippen aufspritzen und Botox und Liderliften und Bauch wegsaugen. Brüste machen lassen. Ja, das kommt erschwerend hinzu. Ja. Und ich das eigentlich nicht möchte. Also ich habe eigentlich schon so einen anderen Traum vom Älterwerden. Wie ist dein Traum vom Älterwerden? Ja, dass ich irgendwann graue Haare habe. Und die habe ich dann auch. Achso, also nichts mit Färben. Ich habe nichts dagegen, wenn sich Frauen aus Freude die Haare färben. Ja. Aber ich habe was dagegen, dass man Alter verheimlichen muss. Und dass die Menschen nur noch Masken haben anstatt Gesichter. Aber das ist natürlich schwierig, da so die Grenze zu ziehen. Die einen lassen sich ein kleines Lifting machen, um die Falten wegzuzaubern. Und die anderen färben sich die Haare, damit man das Grau nicht sieht. Aber um die Falten wegzuzaubern. Ja. Wieso denn? Ja, aber das wieso? Sind doch okay. Ja, okay, aber wieso ist dann Haare färben etwas anderes? Das ist doch. Ja, ich denke, man kann sich ja Farbe auch machen lassen, quasi aus Schönheitssinn, aus Freude, aus. Nee, das würden die Leute auch sagen, die sich vielleicht die Falten wegmachen lassen. Auch aus Freude, aus, dass sie sich wohler fühlen.
Naja, aber wenn du dir dann das Ergebnis anschaust, dann ist es eben so, dass eigentlich jetzt Alter eigentlich keinen Platz hat, richtig. Ja, kann man sicher, ich will das nicht verteidigen, aber ich kann aber auf der anderen Seite auch Leute verstehen, die irgendwie, die irgendetwas haben an sich, an dem Äußeren und so unzufrieden und so unglücklich damit sind. Klar. Und die dann sagen, ich muss jetzt unters Messer. Ich gebe dir vollkommen recht, dass dieser Wahn im Moment völlig bekloppt ist. Dass ja schon 17-Jährige zum Schönheitschirurgen gehen und lassen sich da irgendwas glätten und ziehen und so, ja. Ja, und das geht ja überhaupt nicht drum, wenn man sagt, ich habe eine Stelle. Ich persönlich finde zwar, man könnte auch anfangen, sich mit der Stelle anzufreunden, aber wenn jetzt wirklich jemand darunter leidet oder wenn Schauspielerinnen das machen und ihr Broterwerb hängt davon ab, ja, dann finde ich das vollkommen verständlich. Nur jetzt, dass man sagt, in der Normalgesellschaft, also bei uns fing jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis der Wahn so mit Anfang 30 an. Mhm. Ich kenne niemanden mehr, der nichts hat machen lassen. Ach, aber vorwiegend Frauen wahrscheinlich. Ja, die ganzen Frauen. Und ich sehe halt irgendwie auch kein Vorbild mehr, ja, wo ich sagen kann, oh, die ist alt und die finde ich toll. Ich habe am, Montag bei Reinhold Beckmann, Frau Hambrücher. Ich war sehr beeindruckt. Frau Hambrücher gesehen. Habe ich auch gesehen, ja. Das ist doch eine tolle Frau. Ja, Wahnsinn. Die ist, ich weiß nicht, 84 oder sowas. Ja. Die hundertprozentig nicht gelüftet ist. Da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, aber die Haare sind weiß. Ja, die, ich weiß es nicht. Aber sehr, sehr gepflegt natürlich ist, aber auf jeden Fall eine tolle Ausstrahlung hat. Ja, und eben einfach auch viel zu erzählen hat. Ja. Und ich sehe einfach so viel Reichtum im Alter insgesamt, jetzt auch mit meinem Vater, der ist bald 80 und hat Parkinson. Mhm. Also sind die Alterserscheinungen noch verstärkt. Ja, hast du Reichtum gerade gesagt? Ja. Wie meinst du Reichtum? Ich habe durch ihn Mut zum Älterwerden. Ach so. Obwohl er so schwer krank ist. Ja, weil ich sehe, wie er damit umgeht. Und du hast nicht, gerade wenn er diese schwere Erkrankung hat, hast du nicht die Angst, oh weh, ich könnte das vielleicht auch bekommen? Ich hoffe, dass ich dann so bin wie er. Wie geht er denn mit dieser schweren Erkrankung um? Ja, weil es eben einfach zum Leben dazugehört. Ja, das Alter und Krankheit und irgendwann natürlich Tod. Ja, das sind immer so Sprüche. Das ist kein Spruch. Ja. Aber es ist ja tatsächlich so. Ja, es ist so. Aber es tröstet einen vielleicht unter Umständen auch nicht, wenn man einen schwerkranken Angehörigen hat, dass man sagt, es gehört zum Leben dazu. Ja, okay, sicher gehört es dazu, aber dennoch ist es grauenhaft. Ehrlich gesagt, denke ich, ist es das Einzige, was einen tröstet. Also ich glaube tatsächlich... Wie geht denn dein Vater mit dieser schweren Erkrankung um? Er nimmt sehr an, er nimmt auch seine Angst vorm Tod an, was ein großes Eingeständnis ist. Er ist spirituell eigentlich auch sehr weit und dass dann plötzlich doch einfach Angst vorm Tod kommt. Mhm. Er redet drüber, finde ich ganz toll. Mhm. Er tut sein Allerbestes und es ist einfach ein riesiger Einschnitt, weil er war eben ein sehr intelligenter, gebildeter Mann, hat Bücher geschrieben, Vorträge gehalten und dann irgendwann weiß er mitten im Satz nicht mehr, was er gesagt hat. Das ist natürlich, es zerreißt einem das Herz. Aber du bist 39 Jahre alt, fühlst dich, ich hoffe, noch sehr fit und gesund und alles noch im grünen Bereich. Ja. Und es gibt nichts an, so auch an deinem Körper, wo du denkst, ach, so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Wenn ich morgens aufstehe und mir das angucke, möchte ich nicht gerne so sehen. Das ist eine ganz süße Frage. Ich habe Schwangerschaftsstreifen am Bauch. Ja. Ich habe eine Tochter. Mhm. Ich finde das völlig okay. Mhm. Ich stehe mal da und denke mir. Bist du in einer festen Beziehung? Nein. Nee. Würdest du dich schämen, wenn du einen neuen Partner kennenlernst? Und nein. Denn, nein. Nee. Also da ist diese 19-jährige Tochter und die ist irgendwie wohl gelungen. Mhm. Und das gehört dazu. Mhm. Ja, es ist daraus schließe ich so, was du sagst, dass du mit sehr wohlwollend und mit optimistischer Stimmung beinahe so deinem Alter entgegengehst. Wie gesagt, mir macht der Wahn Angst. Und ich weiß nicht richtig, wie ich mich als Frau positionieren kann. Ja, Christine, ich meine, du bist ja die Frau deiner selbst. Du kannst ja genau das, wenn dir der Wahn Angst macht um uns herum, dann falte dich doch ganz einfach so, wie du es für dich für richtig hältst. Da ist es doch gut. Naja, man ist keine Insel, ne? Und man lebt schon irgendwie in der Gesellschaft auch. Ja, aber es setzt sich doch niemand unter Druck, dass du dir das Gesicht straffen lässt.
oder? Nein, aber es... Du meinst, sag mal, mir fehlt es ein bisschen an dem Werte-Common Sense oder an der Akzeptanz. Ja, das mag ja sein. Aber ich finde, dass man da einfach immer selbst ein Zeichen setzen muss. Wenn einem das zuwider ist, dann muss man es einfach nicht mitmachen. Und dann muss man es auch aushalten, wenn die anderen die Nase rümpfen, wenn man vielleicht nicht mehr die schönste Haut hat und da ein paar Falten. Außerdem, die Leute, die deshalb die Nase rümpfen, die kannst du eh vergessen. Deine, das denke ich mir nämlich auch, die ganzen Weicheier. Ach, deine und wirklichen Freunde, die nehmen die sowieso so, wie du bist. Und früher oder später kommt man ja nicht drum rum. Also, weißt du, man kann es dann vielleicht aufschieben, aber was schiebt man denn auf? Ja. Ja, also... Naja, wenn man sich so 80, 90-jährige Hollywood-Filmstars anguckt, auf Fotos zumindest, sehen die ja mal aus wie so Mumien, die so nie altern, ne? Ja, aber dabei, ich meine, klappern sie und das ist ja auch in Ordnung. Ja. Und ich finde es halt irgendwie wichtig, natürlich jetzt auch gerade wegen meinem Vater, dass es nicht peinlich ist. Mhm. Also einfach diese Akzeptanz davon, man wird älter und dann vergisst man manchmal einfach mit einem Satz, was man gesagt hat und das ist in Ordnung. Mhm. Ja, also Christine, ich danke dir für deine Meinungsäußerung und hoffe, dass du so deine Meinung behältst. Das wird dir vieles erleichtern, wo andere vielleicht große Probleme irgendwann mit haben oder Ängste haben. Hoffen wir mal. Und ich wollte dir noch sagen, dass du ganz bezaubernde Mitarbeiter hast. Sehr nett von dir, ich sag's gerne weiter. Und dann wollte ich dich noch fragen, und ausgerechnet heute hast du kein gestreiftes Hemd an, ja, ob du ansonsten nur gestreifte Hemden hast. Viele, aber nicht nur. Nicht nur. Der Beweis ist heute angetreten. So, genau. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Mach's gut, ne? Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 unser Thema heute Nacht, Angst vorm Altwerden. Habt ihr Angst vorm Altwerden? Wie empfindet ihr das Altwerden, das Altsein? Vorteile, Nachteile. Verbunden bin ich jetzt mit Marion und Marion ist 53. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, schön, dass du da bist, Marion. Freue mich auch. Ja, hast du Angst vorm Altwerden, Älterwerden? Nein, nicht wirklich. Angst vielleicht nur in dem Sinne, wenn man nicht mehr klar im Kopf ist und nicht mehr selber entscheiden kann. Mhm. Ansonsten nicht. Und ich habe vorgesorgt und denke mal, dass ich mein Alter in der Türkei verbringen werde. Ach, das ist ja interessant. Was heißt dein Alter? Ab wann fängt dein Alter an? Rente. Also so mit 64, sowas? Na, ich denke, ich gehe ein bisschen früher in Vorruhestand, aber ja, wenn man so lange arbeiten muss, dann mit 64. Ja, wird ja jetzt länger immer ja, mehr. Ja. Dann hast du vor, in die Türkei zu gehen. Ja. Warum? Hatte ich zwei Aha-Erlebnisse. Erstens habe ich meine Schwiegermutter gepflegt. Wir waren drei Pärchen, wir haben sie rund um die Uhr gepflegt. Mhm. Und es war trotzdem zwei Jahre lang furchtbar viel Arbeit. Mhm. Man hatte keine Freizeit und gar nichts. Wie alt war die Schwiegermutter? Die war 83. Ja. 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 Und sehr schwer krank. Sie war klar im Kopf, aber sie konnte nicht mehr gehen, nicht mehr alleine essen. Also sie brauchte wirklich Vollpflege. Mhm. Und dann habe ich gedacht, wenn ich dann nur noch im Sessel sitze, in den Fernsehen reingucken kann, bis wieder jemand kommt, mich flittert, wieder in den Sessel sitzt, so möchte ich eigentlich nicht enden. Ach so, das ist ja interessant. Das heißt, diese schlimmen Eindrücke, die erschwerende Situation, nämlich die Schwiegermutter zu pflegen, hat dich angetrieben, dich zu entscheiden, ich will dann noch, solange es irgendwie möglich ist, das Beste draus machen. Ja, ich denke auch, ich habe nur eine Tochter und ich möchte nicht, dass die mich jeden Tag pflegen muss und ihre berufliche Karriere aufgibt oder sonst was. Es ist viel Arbeit. So, jetzt erklär mir mal, warum du in die Türkei möchtest. Hast du Verbindung dorthin? Nein, eigentlich wollte ich eine Ferienwohnung und habe dann festgestellt, dass es da unten die Sitte ist. Wenn man älter ist und nicht mehr so kann, dann kann man sich einen Begleiter kaufen, mieten, was weiß ich. Ach. Der bekommt dann 200-300 Euro, der geht dann mit einem einkaufen, der geht mit ans Meer. Ja, der versorgt dann richtig. Und ich bin oft in der Türkei unten jetzt in den Sommerferien. Mhm. Und da, ich sehe das, denn die machen das auch mit Liebe. Da ist nicht irgendwie Genervtheit dahinter. Mhm. Die kommen und es geht alles freundlich von ihnen. Das ist natürlich, wenn ich fit bin, dann möchte ich natürlich mit den Rentnern Karten spielen und ins Meer baden gehen. Mein Hobby ist Tauchen. Ich möchte so lange wie möglich tauchen. Ja. Ja, das und so stelle ich mir es eigentlich vor. Ja. Also ich habe die Option, ob ich es im Endeffekt wirklich mache, das weiß ich nicht. Ja. Hast du denn schon eine Wohnung dir dort gekauft? Ja, schon. Die habe ich schon 7 Jahre. So ein Apartment, so ein Ferienapartment? Eine Wohnung. Eine Wohnung? Mit Pool. Mit Pool? Wow. Strand, 20 Minuten. Wow. Lauf. Wo denn? In welcher Nähe? Siede. In Siede, ah ja. Ja, ah, ja. Ja, tolle Gegend. Ja. Ja. Wie kommt so die Affinität zu der Türkei? Warum gefällt dir das doch so sehr gut?
Ja, mir gefällt es zwischenzeitlich sehr gut, aber ich wollte eigentlich was in Spanien, aber das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Achso, es ist günstiger. Und die Türkei war sehr günstig, ja, die Preise sind zwar jetzt auch schon angestiegen, aber das war einfach, ja, muss man zugreifen, da kriegt man ja nicht mal eine Garage. Ja. Und wer weiß, ob ich hier noch überhaupt existieren kann. Darf ich mal ganz indiskret fragen, wie viel du für die Wohnung da bezahlt hast? Ich habe damals bezahlt, noch gerade zu D-Mark-Zeiten habe ich die noch gekauft, für 30.000 Mark. Och. Und das ist ja ein Schnäppchen. Wie viel Quadratmeter? Boah, 60. Och, ja, da muss man ja zupacken. Ja, und die ist jetzt schon das Doppelte wert. Mann, oh Mann. So, jetzt pass auf, jetzt gehen mir gleich direkt ein paar Gedanken durch den Kopf. Natürlich, Türkei, Sonne, Urlaub, tolles Klima und so weiter. Aber du bist getrennt von deinen Liebsten, von deiner Tochter. Ja, aber wenn die in Hamburg wohnt, muss ich mich ja auch in den Flieger reinsetzen. Ja, aber es ist näher. Das ist schon immer noch, das sind 3 Stunden darunter oder 2,5 genau. Stunden. Bis Frankfurt brauche ich auch 1,5. Du wohnst in Frankfurt und sie in Hamburg? Nee, ja, so ungefähr. So ungefähr. So wäre, ja. Also das macht dir, diese Entfernung macht dir nichts aus? Nein, mir nicht. Ihr zwischenzeitlich auch nicht. Am Anfang hat sie natürlich geweint, wo sie noch jünger war. Aber zwischenzeitlich findet sie das in Ordnung. Gibt es denn Enkel? Nein. Nee, die gibt's nicht. Mhm. Aber es gibt sicher einen großen Bekannten- oder Freundeskreis dort, wo du jetzt wohnst. Ja, das ist das Haus, das sind 13 Parteien und das sind jetzt alles Rentner, die werden nicht mehr da sein, wenn ich unten bin, aber ich kenne sehr viele, weil das ist Siede Kämer und das ist so wie ein kleines Dorf. Ach, das heißt, du hast da unten auch schon Leute kennengelernt? Ja, natürlich, das heißt, da kennt man sich. Du bist da nicht da ganz alleine? Nein, nein. So, nein, aber nein. Zweites großes Argument ist, was ich auch immer höre, wenn ich mit älteren Leuten rede, von wegen Auswandern und so. Die sagen mir, ja, ist ja alles gut und schön, da scheint die Sonne und so. Aber die Ärzte und das Gesundheitssystem ist bei weitem nicht so gut wie bei uns in Deutschland. Oder man muss irrsinnig viel Geld hinblättern. Wie siehst du es? Boah, entweder fliegt man halt heim, wenn man was Größeres hat. Mhm. Aber sonst sind die Ärzte so auch gut. Naja, also wenn du irgendwelche komplizierten Erkrankungen bekämst, hättest du keine Sorge, dass du nicht zu ausreichend dort versorgt wirst? Nö, also ich sehe sich nicht Anatolien, muss ich sagen. Es ist modern. Ja, 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 natürlich, auf jeden Fall. Aber es wird da schon Unterschiede geben, denke ich mal. Aber egal, wenn du es so siehst, dann das sind aber Themen, die du auch schon so für dich abgehakt hast und bedacht hast. Ja, ja, natürlich, man muss auch sich bei Zeiten dann anmelden, wegen Aufenthaltsrecht, dass man es verlängert bekommt, was jetzt einfacher ist. Früher war das immer nur ein halbes Jahr oder ein Vierteljahr, dann hast du wieder raus müssen, schnell nach Deutschland fliegen, wieder zurück. Ja. Jetzt kann man das Aufenthaltsrecht kaufen. Wie es natürlich, bis ich in Rente komme, ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber meine Wohnung ist immer eine Kapitalanlage. Ob ich sie dann verkaufe, behalte, natürlich. Auf alle Fälle habe ich die Option, dass ich hier nicht am Fenster sitze, rausgucke von früh bis abends. Ich gehe mir davon aus, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, dass du alleinstehen bist. Ich habe einen Freund. Du hast einen Freund? Ja, und aber weiß ich nicht, habe ich den noch bis dahin oder nicht? Geht er mit, geht er nicht mit? Wir haben darüber nicht gesprochen. Och. Ich weiß es nicht. Wie lange hast du diesen Freund schon? 2 Jahre. 2 Jahre. Wie alt ist der? Der wird 44. 44. Wie, und ihr habt noch nicht darüber gesprochen, was dann mal vielleicht in 10 Jahren ist? Nö. Weiß er denn von deinem Plan? Ja. Er weiß, aber ihr habt nicht groß drüber gesprochen? Nö. Das ist ja auch lustig. Ja, ich sage ja, ich weiß nicht, ob ich es mache. Wenn er sagt, er geht nicht mit, ich habe ihn noch, sollte ich es vielleicht nicht machen. Ach so, ja. Ja, ich meine, du hast natürlich recht. Du lebst jetzt und du genießt jetzt deine Liebe mit deinem Freund. Was willst du dir jetzt mit dem Gedanken darüber machen, was in 10, 12 Jahren vielleicht ist? Genau. Finde ich durchaus eine richtige Einstellung. Obwohl, ich hätte schon mal darüber gesprochen. Aber es ist auch nicht so wichtig jetzt, was er dann macht in 10, 12 Jahren. Ich meine, wenn wir noch zusammen sind und er will nicht mit, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. So wie ich jetzt empfinde. Aber es ist schon eine große Beruhigung, dass ich weiß, ich kann dort leben, mir langt das Geld zum Leben, die Wohnung ist bezahlt. Du fühlst dich wohl in der Wohnung? Ich fühle mich wohl, ja. Das Umfeld stimmt auch für mich, ja, das Wasser ist da, ich koche und ja. Ja, du kannst tauchen, genau, deine Leidenschaft. Ja, ich habe noch 2 große Wünsche im Leben. Ich möchte gern noch mal einen Hai in Natura sehen, einen weißen Hai, andere habe ich schon gesehen, und ich möchte noch einmal Fallschirm springen. Oh. Gibt's Haie da im Mittelmeer? Nee. Nee, da nicht. Da gibt's keinen. Ich habe auf die Malediven gesehen. Da musst du anders hinfahren, ja. Ja. Fallschirmspringen. Ich habe da keine weißen Haie. Ja. Ja, gut, Fallschirmspringen kannst du doch mal irgendwie versuchen, ne? Ja, das wollen wir nächstes Jahr mal in Angriff nehmen. Achso, du und dein Liebster. Nein, eine Freundin von mir. Eine Freundin. Auch eine sehr, sehr tataktive Frau, die Marion. Finde ich ein interessantes Modell, auch so ein Traum zu haben, den man eigentlich jetzt auch schon immer wieder realisiert in den Urlauben.
Das heißt, du bist ja dort unten und hast das so als Option. Irgendwann könntest du vielleicht ganz dahin ziehen. Muss aber auch nicht sein. Nö, muss ich nicht. Finde ich toll, finde ich super. Du kannst ja auch immer noch verkaufen. Ja, genau. Ja. Ich hoffe nur, dass im Kopf klar bleibt, weil sonst bist du ja macht. Ja, natürlich, das ist die Voraussetzung, klar. Ja. Das ist eine gewisse Grundgesundheit, körperlich und geistig, muss natürlich dafür da sein, das ist klar. Liebe Marion, vielen Dank für deinen Anruf und ja, alles Gute und viel Spaß beim Fallschirmspringen, beim Hai angucken und bei all den Dingen, die du so tust. Ja, bitteschön. Dankeschön, tschüss. Schönen Abend, tschüss. Tschüss. Hier ist Christoph, der Jüngste bisher, 25. Guten Morgen, Christoph. Guten Morgen, Domian. Ja, wir unterhalten uns über das Älterwerden. Ja, genau, richtig. Und die älter werden alle Leute, auch die Jüngsten. Ja, genau. Ne? Ja, ich denke, mit 25 bin ich jetzt, glaube ich, der jüngste Anrufer. Das Küken heute. Ja, bisher. Ja, bisher. Bisher. Ja. Ja, und zwar ist es bei mir so, dass ich halt relativ bewusst mitkriege, wie es mit dem Alterwerden so funktioniert, weil dieses Jahr kommt meine Oma ins Altenheim. Mhm. Letztes Jahr ist mein Opa im Pflegeheim gestorben, nachdem er ein halbes Jahr, ich sag mal, ganz krass dahin vegetiert ist. Das heißt, du hast das sehr genau mitbekommen. Genau, richtig. Mhm. Ich war dann auch täglich da, soweit mir das möglich war, in den Semesterferien und so. Mhm. Habe ich dann sehr darum gekümmert, weil in diesen Pflegeheimen die Zustände ja doch nicht ganz so schön sind. Mhm. Und ja, für die Leute dann, ich kann es mal kurz erzählen, morgens geht es dann um 7 Uhr ungefähr los, dann sind 3 Pfleger für ungefähr 40 Leute da zuständig. Mhm. Und die haben dann um 8 Uhr Frühstück. Das heißt, innerhalb dieser einen Stunde müssen 3 Leute, ungefähr 40 Leute auswecken, waschen und so weiter. Und da ist natürlich zwischenmenschlich überhaupt nichts großartig zu machen. Mhm. Und man nennt es bisweilen auch Fließbandpflege. Ja, ja, genau, so ist das. Und das war dann doch schon sehr erschreckend. Und mein Opa hatte halt Alzheimer gehabt, hat dann also auch später seine Kinder nicht mehr erkannt und gar nichts. Also da hast du schon ein schlimmes Leid mit angesehen und miterlebt. Ja, klar. Ja. Und bei meiner Oma ist es jetzt halt so, sie hat zwar keinen Alzheimer, aber schon relativ schwere Altersdemenz. Wie alt ist denn deine Oma? Meine Oma ist jetzt 88. Ja. Und ja, jetzt ist halt auch der Punkt erreicht, wo wir dann halt sagen, sie kann halt auch zu Hause nicht mehr alleine leben. Sie hat bisher alleine in ihrer Wohnung noch gelebt? Ja, genau. Das ging noch. Genau. Und sie soll jetzt auch in ein Altenheim? Ja, genau. Möchte sie das? Ja, das ist so die Sache. Es gibt dann halt Momente, wo sie es einsieht und sagt, okay, ja, ich mach's mit. Und ich sag mal, eine Stunde später wehrt sie sich schon vehement dagegen. Also in der Wohnung, in der sie jetzt lebt, lebt sie schon seit, weiß nicht, 40 Jahren, 50 Jahren. Das ist aber auch so schwer, wenn man sich da hineindenkt, dass dann ein Mensch, der so lange in einer Wohnung gelebt hat, dann in ein ganz neues Umfeld in dem hohen Alter dann muss, finde ich auch schwierig. Also habe ich großes Verständnis, dass dann auch die Leute das nicht wollen. Ja, richtig, klar, aber das ist aber ein Punkt, das ist halt ja, ein Altenwohnheim, altenbetreutes Wohnen noch, wo halt noch relativ viel Service ist. Also meine Oma ist, warum wir das jetzt so beschlossen haben, sie ist halt zu Hause zusammengebrochen, weil sie dehydriert war. Mhm. Und also sie trinkt halt nicht genug, ist halt auch relativ fehlernährt, wenn nie jemand dabei ist, der sie dann halt auch zum Trinken animiert, ist das schon sehr schwer. Wie weit wohnt denn eigentlich ihre Tochter oder ihr Sohn, also deine Eltern, von ihr entfernt? Also wir wohnen 30 Kilometer entfernt, ja. Die nächste Tochter, glaube ich, 60. Ach so. Und die danach irgendwie 100, 150. Ach so, also ist es niemand so ganz nah, gerade mal um die Ecke da, genau, das nicht. Das ist das Problem. Ja. Und ja, dann ist das halt schon jetzt auch so für mich immer so ein Thema, zu sagen, okay, wenn man jetzt halt alt wird und dann auch bewusst wahrnimmt, dass man vergesslich wird, schuldig wird, Sachen nicht mehr auf die Kette kriegt. Und ist das schon sehr schlimm. Genau, ja. Und da weiß ich nicht. Das habe ich in der Verwandtschaft auch mitbekommen und fand das auch erschütternd. Dass ein Onkel beispielsweise auch das so diesen schleichenden Prozess, ja, dass er immer vergesslicher wurde und immer dementer wurde, hat das schon bewusst wahrgenommen. Ja, und das war schon sehr, sehr tragisch. Er hat sich also selbst gesehen, wie er verfiel.
Ja, genau. Und das ist auch so ein Punkt. Ich denke, klar, 25, das Leben steht einem noch in voller Blüte vor einem und alles kommt, aber dann denkt man doch schon irgendwann danach, okay, wie ist das dann später einfach mal. Ne? Man kriegt dann auch so Sachen mit wie Patientenverfügung, man muss schon mal alles vorher regeln, man muss sich alles schon mal durchspielen, was ist wenn und wie und wo. Aber ich finde das gut, dass du dich in dem Alter auch schon so damit beschäftigst, jetzt zwangsläufig durch deine Großeltern. Ja. Denn das sollte man natürlich auch nicht verdrängen. Das ist ja wirklich auch ein Teil unseres Lebens, so wie wir es vorhin auch schon mal gesagt haben. Richtig, genau. Wenn es auch keinen großen Trost spendet, aber es ist nun mal so. Richtig, genau. Und dann kriegt, ja, wenn man das dann halt vorher nicht alles regelt, so wie gesagt, wenn man dann halt so nach und nach so abbaut und das dann auch mitkriegt. Heißt das denn für dich so im Klartext, dass du schon ein bisschen Schiss hast vor später? Ja, ich hoffe einfach, dass ich dann später, falls es dann zu so einem Fall kommen sollte, dass ich, was weiß ich, Alzheimer bekomme oder dann auch Demenz oder so, dass man dann auf eine Familie zurückgreifen kann, die einen dann natürlich unterstützt. Andererseits... Weiß man auch nicht. Ja, genau. Ja, weiß man auch nicht. Genau, entweder findet man jemanden, der einem dann so nett ist oder so, sagt so, hier kommt, tritt mich die Treppe runter oder so, dass man dann sagt, okay, das war's dann. Oder Ich weiß nicht, ob du gerade am Anfang den allerersten Anrufer mitbekommen hast in der Sendung. Bruno, 88. Ja, genau. Das ist natürlich sensationell, wenn man so noch perfekt funktioniert und fit ist und lebenslustig ist. Und das ist natürlich ein Traum. Klar. Das ist ein Traum, ja. Aber ich glaube, das ist auch eher leider eine Ausnahme, dass das nicht so ganz oft vorkommt. Ja, ich weiß es nicht. Also sprichst du denn so mit Gleichaltrigen auch so über dieses Thema? Oder ist das irgendwie nicht... Ja, klar. Nicht das war letztes Jahr, als das so mit meinem Opa war, an der Uni. Klar, man spricht dann auch mit anderen Studenten oder so dann darüber oder mit Kommilitonen, mit denen man dann unterwegs ist oder viel zu tun hat oder so, die dann halt auch mitkriegen, so, hey, was ist los? Und dann erzählt man halt darüber und so. Und so wie ich das mitgekriegt habe, viele können dann auch, die verstehen das dann immer noch nicht. Also ganz viele, die setzen sich mit dem Thema Tod oder Alter werden auch gar nicht auseinander. Mhm. Wobei das Thema Tod ja nur wirklich jeden betreffen kann, auch den Allerjüngsten. Das ist ja nun nicht verbunden mit dem Altwerden. Ja. Ich habe auch diese Woche im Fernsehen eben im Rahmen dieser ARD-Themenwoche ein Interview gesehen mit Jochen Vogel. Kennst du den noch? Sag mir was. Das ist ja, der war auch mal SPD-Vorsitzender und Justizminister und Oberbürgermeister von Bayern, von München. Ja. Und der hat entschieden mit seiner Frau, der ist noch sehr fit, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, irgendwie 73, 74, irgend sowas. Der ist absolut fit, seine Frau ist auch absolut fit und die haben alles aufgegeben und sind bewusst jetzt, wo sie noch jung in Anführungszeichen sind und noch sehr beisammen und wirklich gesund auch, sind in eine Altenresidenz gegangen, in ein Altenheim. Und haben das so für sich als Modell entschieden, und um zu sagen, dann sind wir abgesichert, wir haben hier unsere eigene Wohnung, ein Apartment, und wenn wir irgendwann mal Hilfe brauchen, müssen wir nur das Knöpfchen drücken und da kommt jemand. Jetzt im Moment braucht noch keiner kommen. Ja, ist schon eine schöne Sache. Ist sicher ein ganz interessantes Modell, ja. Ja. Aber wie gesagt, wenn man dann halt dass dann irgendwann diesen Absprung nicht schafft und wenn man dann jetzt halt wie meine Oma dann halt so lange in einer Wohnung lebt und die lebt jetzt auch schon seit 20 Jahren alleine. Dann ist das hart, ja. Ne? Dann ist das schon eine andere Hausnummer, wenn das man das auch nicht einsieht oder dann nicht weg möchte. Ja. Aber es dann halt nicht geht. Und ich denke, das ist auch für die Kinder. Also für meine Mutter ist das dann, denke ich, auch, wenn so langsam der Punkt kommt, dass man die Kontrolle über seine Eltern übernimmt. Das ist, denke ich, auch. Ja, wenn die Rollen sich verkehren. Wenn plötzlich die Eltern wieder zu Kindern werden und dass die Kinder die Eltern versorgen müssen. Ja. Früher war es immer umgekehrt, ne? Genau. Und dann kommt irgendwann der Punkt, so wie es halt bei meinem Opa war, dass mein Vater ihn halt entmündigen musste. Ja. Und das geht dann die gerichtliche Schiene, dann kommt ein Richter und der ordnet dann auch die Fixierung an und sagt man kann halt nicht mehr ohne Fixierung sein und wird dann in den Rollstuhl gefesselt und das ist alles schon traurig. Ja. Ja, sehr. Christoph, danke für deinen Anruf. Ja, Domian. Und alles Gute für deine Oma. Auch so, dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Oh, jetzt bin ich aber ganz stolz, mit einer Dame sprechen zu können, die Rosemarie heißt und die das sehr stolze Alter von 91 Jahren hat. Guten Morgen, Rosemarie. Ja, lieber Jürgen. 91. Mensch. Sehr oft
sehr oft sehe ich dich nachts. Das sage ich ja. Manchmal hatte ich auch schon Probleme, da habe ich mich geniert anzurufen. Warum? Das ist wirklich wahr. Warum? Ja, doch. Wie? Ach, weil das meistens ja doch alle so junge Leute waren mit ihren sexuellen Problemen. Ja. Und ich wäre mit so was anderem gekommen. Ja, aber jetzt wollen wir mal lieber über das Alte reden. Also ich bin ja dicke drin, so, du bist mit 91. Kann man so sagen, ne? Du bist, gell, eine alte Frau. Bist du nicht böse, wenn man es sagt? Gell, das kann man doch sagen. Ich habe alles erlebt. Ich habe die Schulzeit angefangen in der Weimarer Republik. Ja. Geboren bin ich noch während des Ersten Weltkriegs. Wahnsinn. 1917. Ja. Ja. Und dann diese Schulzeit erlebt. Dann ist dieser Hitler gekommen. Da sind wir alle marschiert und haben dann die schönen Lieder gesungen. Mhm. Nichts gegen die Lieder, gell? Also die waren nämlich von der bündischen Jugend. Ja. Und damals von denen, die sich da alle auf dem Hohen Meißner getroffen haben, 1912, die Wandervögel, diese schönen Lieder, ja, die sind ja leider, ist ja alles verhunzt durch den furchtbaren Kerl. Das stimmt, ja, das ja, ja. Also dann habe ich das alles erlebt und mit Ehe und sofort Anfang vom Krieg und den ganzen Krieg, 50 Jahre Ehe, dann im Alter nochmal eine sehr, sehr schöne Begegnung gehabt, 13 Jahre. Ja, wie alt warst du, als das du... Das kann ich jedem nur empfehlen. Wie alt warst du, als du zum zweiten Mal geheiratet hast? Also wirklich, geheiratet habe ich nicht, nee, aber wir haben 13 Jahre zusammen gelebt. Ja, wie alt warst du da, als du den kennengelernt hast, den Mann? Da war ich 75, 75. Und der Mann war 78. Ach. Und ich hätte es ja von mir aus, mein Mann war gerade erst gestorben und er hat auch allerhand mitgemacht. Ja. So von wegen. Und ich bin ja noch Autofahrerin, ich habe ihn immer überall rumgefahren zu den Ärzten. Da kriege ich die Zehen abgenommen als Diabetiker und lauter so Sachen. Ja. Und dann war ich Witwe. Und dann lernte ich diesen Mann innerhalb der Familie kennen. Ja. Und der hatte sich so, ach Gott, oh Gott, oh Gott, ja, wenn ich nur bei dir sein darf. Mhm. Und ach, ich sage, ja, ach, du findest doch sicher wieder irgendwo eine andere Frau. Ach nein, ich bin schon 78, sagte der dann. Ich war 75. Sag mal, hast du dich in diesen Mann so verliebt? Ich habe mich in den Mann verliebt. Das war ein gepflegter Mann. Ja. Sehr appetitlich, ja, und sah gut aus, groß und stattlich und hatte auch Interessen. Sag und, mal, war das so ein Verliebtsein, wie du es aus deiner jüngeren Zeit? Aber das mit dem Verliebt ist erst nachher gekommen, gell? Ach so. Also wir sind erst schon so zusammengekommen. Okay. Und ich habe mir das mit ganz wissentlich überlegt und habe gedacht, wenn du mit dem Mann zusammengehst, musst du damit rechnen, ihn eventuell zu pflegen, den Po abzufüllen und solche Dinge. Ja, ja, das muss man doch mit rechnen. Trotzdem nochmal die Frage. Als du dann verliebt warst, war das so ein Verliebtsein wie früher, als du jünger warst? Ja, das war so. Wirklich, Jürgen, glaub mir das. Ja, ich hab gedacht, das gibt's ja gar nicht. Wir sind irgendwann an einem Mai-Tag bei Bekannten gewesen und sind abends nach Hause gegangen. Ja. Und es war wie in früheren Zeiten. Mondschein und sowas. Und kamst du dir vor wie ein junges Mädchen? Ein Hochgefühl. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Du kannst das doch nicht nochmal erleben, alles. Wie das früher war, es ist wirklich wahr, du kannst es mir also glauben. Aus deiner Lebenserfahrung heraus, jetzt mit 91 Jahren, sagst du, man soll sich auf jeden Fall, wenn sich die Gelegenheit ergibt, durchaus auch nochmal im hohen Alter auf eine Liebe einlassen. Ja, also ich meine, von jetzt rede ich ja näher, aber ich meine, damals war ich 75, ja, als ich mit dem Mann zusammenging. Ja, da war's da ja war noch. Das also wirklich, und wir sind dann marschiert und es war eine Mainacht und ein Mondschein und ich kam mir vor wie 17 ungefähr. Also ich hätte das auch nie geglaubt, wenn sich Leute sich mit so einem alten Mann nochmal abgeben, ja, oder so abfällig oft. Das kann man ja gar nicht sagen, das kommt ja ganz drauf an. Gell? Dieser Mann ist verstorben? Ja, ist er inzwischen verstorben. Das habe ich vorhin ja den Bruno auch schon gefragt, der 88 war. Wie war das bei dir? Du hast ja nun auch schon viele, viele Menschen sterben. Ja, gesehen und erlebt also um dich herum. Meine Schulkameraden sind gerade zwei noch da, mit denen ich wirklich von der Volksschule an zusammen gewesen bin. Alle anderen sind verschwunden. Wie verarbeitet man das? Wie steckt man das weg, dass man so viel Abschied nehmen muss? Ja, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Mhm. Was ist dein? Aber man muss es sich ja immer wieder vor Augen halten. Es ist ja der Lauf der Zeit und es ist ja normal. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ja noch in einer Wohnung
Und Gottlob nehme ich mir auch Leute und kann mir das leisten, das will ich doch lieber beibehalten. Also du bist allein in deiner Wohnung und lässt dich so ein bisschen bedienen und... Ja, so das, was nötig ist. Ja. Und ich kann ja noch Auto fahren. Du fährst auch heute immer noch Auto? Ich fahre noch Auto mit 91. Und am Sonntag fahre ich zu meiner Schwiegertochter zum Geburtstag. So. 130 Kilometer, aber das macht nichts. Früher bin ich immer die Nacht noch heimgefahren. Was hast du für ein Auto? Aber das mache ich jetzt nicht mehr, das ist mir ein bisschen zu anstrengend. Was hast du für ein Auto, wenn ich fragen darf? Obwohl das nur Autobahn ist. Ja, aber ich wollte nur... Nee, sag mir mal, ich habe gerade gefragt, was hast du für ein Auto, wenn ich fragen darf? Bitte? Was du für ein Auto hast? Ein Golf. Ein Golf. Ganz normalen Golf. Ja. Ja, ja. Ja. Wie viele Kinder hast du? Einen Sohn. Und wie alt ist leider der? Leider nur. Das waren ja auch die Kriegsverhältnisse. Ja, ja, ja. All diese Sachen da. Der Mann, also... ich habe das wirklich alles richtig miterlebt, was da geboten wurde. Mhm. Wie der Hitler gekommen ist, dann... da war ein Mann kennengelernt, dann war der bei dem Arbeitsdienst, dann wurde der eingezogen. So, jetzt hat er das hinter sich, war es 1939, fing der Krieg an. Mhm. Es war furchtbar, kann ich dir wirklich sagen. Wirklich war. Dann bin ich eingezogen worden, auch im Keller gesessen, die Flugzeuge da einmarschiert, da reingeflogen sind, alles. Das war 5 Jahre im Keller gesessen und war bei der Luftwaffe. Das muss man immer wieder herausstellen, dass das für eure Generation das Schlimmste überhaupt war. Das ist wirklich wahr. Also ich habe da wirklich das alles miterlebt. Dann den ganzen Zusammenbruch, da war ich, haben wir einen großen Angriff auf unsere Stadt hier gehabt. Ja. Bei diesem Angriff war ich im siebten Monat, habe hier im Keller gelegen und habe immer gedacht, jetzt werden wir verschüttet. Mhm. Dann kommt das Kind, du kann dir keiner helfen. Mhm. Aber Gott sei Dank sind wir dieses Haus stehen geblieben. Also sehr viel Glück auch gehabt in deinem Leben. Und dann habe ich das Kind gekriegt, auch mit Schwierigkeiten. Ja. Unsere Kliniken waren ausgepumpt und ausgelagert. Mhm. Und ich war mit meiner Mutti, die ich bei mir hatte. Mein Mann war natürlich irgendwo in Italien. Mhm. Gar nichts wusste ich, wo der war. Mhm. Und dann bin ich mit meiner Mutti irgendwo untergebracht worden. Also es war sehr schwer alles. Und habe alles miterlebt und habe dann das Kind gekriegt, diesen Jungen, was mein Glück ist. Dann habe ich habe ich mit ihm erlebt, er hat dann studiert und ist Lehrer geworden. Mhm. Und dann hat er seine erste Stelle angetreten. Ach, Mutti, fährst du mit mir dahin? Wir müssen dahin, müssen ein Zimmer suchen. Das habe ich miterlebt. Jetzt hat er die große Verabschiedung. Rosemarie, ich würde gerne dich mal fragen, nach so viel Erleben und so viel Leben, was du jetzt in deinem Leben aufzuweisen hast, hast du für dich so ein Rezept, wie man so fit und vital bleiben kann? Das kann ich nur auch nicht sagen, denn ich habe da nie drüber nachgedacht. Das hat sich so ergeben? Nein, das hat sich ergeben. Meine Mutti habe ich bei mir in der Wohnung gehabt, weil die dann auch verwitwet war. Die ist auch 87 geworden. Und ich habe aber immer früher einen großen Bekanntenkreis gehabt. Das hat sich ja alle aufgelöst, ist ja alles. Aber ich habe immer in der Bücherei geholt und immer viel gelesen. Ja. Gerne ins Kino gegangen. Ach, ich bin so gerne ins Kino. Aber weißt du, Jürgen, und dann war ich abends, waren das alles meine Enkel. So. Ja, ich verstehe. Ich habe mich geschämt, ich gehe gar nicht mehr hin. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Ich war das letzte Mal im Kino vor einem Jahr. Ach, na ja. Und da kommen irgend so besondere Filme, das verfolge ich dann. Jetzt war auch wieder so ein wunderbarer, eine Wiederholung im Fernsehen. Wiedersehen in Hogwarts End und sag mal, Filme. Was ist. Ich kenne die Regisseure, die amerikanischen alle, David Lean und wie heißt der andere, der Kubrick. Ja, es gibt eine ganze Menge noch. Oh, weißt du, was ich glaube, also ich bin sehr vielseitig interessiert. Ja, das merke ich gerade. Das merke ich bei dir und bei Bruno vorhin auch. Ich glaube, das Rezept ist einfach, dass man sich sehr viel immer wieder ins Leben hineinbegibt. Deshalb habe ich an sich auch einen guten Kontakt mit irgendwelchen jungen Leuten, wenn ich mit so jemandem zusammenkomme. Ja. Ich mache mich nicht extra da jugendlich oder so, überhaupt nicht. Aber es ist so, wie man mit denen umgeht, die anspricht, so reagieren die dann auch. Wie ist es denn mit der Gesundheit zurzeit bei dir? Gesundheit ist nicht so gut. Also da tritt alles Mögliche ein. Mhm. Zurzeit bin ich auf einer Umstellung. Ich bin so Diabetes 2, wie die Leute im Alter. Aber jetzt muss ich auf einmal anfangen zu spritzen. Da muss ich jetzt auch mit fertig werden. Ja,
Aber ich komme... Aber du bist auch eine Frau, die nimmt's, wie es kommt, und die jammert nicht und die sagt, jetzt ist es so und ja, wahrscheinlich... Ja, nee, ich sage, jetzt ist es so und ich versuche mich einzuschätzen. Ja. Das Spritzen ist gar nicht so schwierig. Aber diese Geräte, die muss man dann immer auswechseln. Was hast du? Und ach, vorne die Spitze, das kann ich noch, aber jetzt die noch. Verstehe. Also was? Ich werde schon irgendwie hinkommen. Rosi, mal, was hast du jetzt, was hast du noch für einen Wunsch? Ich habe es vorhin auch Bruno gefragt. Was würdest du gerne noch machen? Was du gerne noch machen möchtest? Ach, ich nicht mehr viele Reisen, sondern nur so in meinem Bereich hier. Mhm. Ich fahre dann hier in der Gegend rum, irgendwie, wir haben eine schöne Umgebung hier. Ja. Und irgendwo mal zum Kaffee trinken ist natürlich für mich jetzt auch nichts mehr drin mit den Süßigkeiten, aber ist egal. Ja, ja. Da fahren wir doch irgendwo hin. Ja. Also das macht mir doch noch eine große, große Freude, gell? Jetzt, wenn der Frühling kommt und wir können so durch die Gegend fahren, das ist für mich das Allerschönste. Rosemarie, das ist für mich eine ganz große Ehre, dass du mit mir gesprochen hast. Ja. Es ist für mich eine ganz große Ehre, dass du meine Zuschauerin bist. Ja, das bin ich schon über längere Zeit. Das freut mich. Ich habe etwas auf dem Herzen, was ich gerne, gerne noch losgeworden wäre, bevor ich sterbe. Aber du kannst mir auch nicht dabei helfen. Also das ist mal ein anderes Thema oder so. Vielleicht rufe ich dich doch nochmal irgendwann. Können wir gerne nochmal uns zu einem anderen Thema verabreden. Ich habe aber ehrlich gesagt mich wirklich geniert bei all den vielen sexuellen Problemen. Nee, brauchst du aber nicht. Mit so was anderem zu kommen. Nö. Ich will dir sagen, was es ist. Ich habe in meinem Leben eine große Schuld auf mich geladen, indem ich meine Mutter während des Sterbens allein gelassen habe. Jürgen, das ist so furchtbar. Mhm. Das kannst du mir glauben. Mhm. Da trage ich ganz schwer dran. Niemand hat Verständnis, mein Sohn nicht. Und mein Mann hat auch gesagt, nein. Und du bist doch immerhin, hast du immer nach der Mutti Nein, ich habe sie wirklich bewusst in den letzten Stunden allein gelassen. Wie lange liegt das zurück? Ich hätte bei ihr am Bett sitzen müssen und die Hand halten. Wie lange? Das hat neulich jetzt in den Tagen auch wieder jemand gesagt. Das ist für die Menschen, wenn sie irgendwie im Hospiz oder in der Klinik sind, das Allerbeste, wenn ein irgendjemand dabei sitzt und nimmt die Hand und streichelt die Rosemarie. Und ist an dem Bett. Das habe ich mit meinem zweiten Geliebten da gemacht. Mhm. Der lag 14 Tage, also ich weiß nicht, ob er was mitgekriegt hat. Er war im Koma. Mhm. Und hab ich 14 Tage jeden Tag an seinem Bett gesessen und seine Hand gestreichelt und auf ihn eingesprochen, obwohl weißt du, ich Rosemarie, nicht weiß, was er es gehört hat. Aber die Ärzte sagen dann immer, man weiß nicht, was sie noch mitkriegen. Aber weißt du, Rosemarie, viele, das hört man auch aus den Hospizen oder auch aus den Palliativstationen, dass sehr viele Menschen auch gerade sterben, wenn die Angehörigen rausgegangen sind, weil sie alleine gehen wollen. Ja. Und sehen Sie, und das, siehst du, Jürgen, das habe ich mit meiner Mutti gemacht. Meine Mutti habe ich alleine gelassen. Mhm. Und ich bin davor weggelaufen. Ich sage das ganz ehrlich. Ich würde mal vorschlagen. Ich bin einfach davor weggelaufen. Mhm. Rosemar, ich würde mal vorschlagen, da verabreden wir uns nochmal gezielt zu diesem Thema. Ja. Das würde ich sehr gerne machen. Dass wir da etwas ausführlicher drüber sprechen können, weil mir jetzt ein bisschen die Zeit wegläuft. Du weißt das ja. Ich habe hier immer nur so einen gewissen Zeitrahmen. Ja. Ich freue mich sehr, dass du mich angerufen hast. Also bin ich aber doch wirklich auch froh, dass ich jetzt mal gesprochen habe. Und hoffe sehr, dass wir bald nochmal miteinander reden können. Sehr, sehr schön. Gell? Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich habe große Freude gemacht. Abgesehen jetzt davon mit dir, mit deiner Sendung, der Westdeutsche Rundfunk war bei uns hier mit meinem Sohn auch immer ganz Mittagsmagazin, Klaus-Jürgen Haller und alle die Leute. Ach, lieber Gott, was hab ich. Also, wir waren eingeladen in Köln zu der 25-Jahr-Feier. Ja, mit meinem Sohn damals da. Das war mein Gast, Rosemarie, 91 Jahre alt. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche alles Gute. Auf Wiederhören. Sehr schön. Ich danke dir. Tschüss. Jürgen. Tschüss. Das ist ein stolzes Alter. Wenn wir das noch schaffen, 91, das und dann so fit zu sein, das ist schon super. Melanie, 25 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Jetzt haben wir aber einen großen Alterssprung gemacht, von 91 auf 25. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben vor ungefähr anderthalb Jahren schon mal telefoniert. Ja? Ja, und zwar, das Thema passt ganz gut zu mir. Ich habe auch Angst vor dem Altwerden, da ich Glasknochen habe. Ah.
Ich habe ungefähr 20 Knochenbrüche jetzt schon fast. Mhm. Also da muss man vielleicht erklären, Glasknochen, das ist eine Krankheit, die beschreibt sich ganz gut schon durch ihren Namen. Es sind sehr dünne Knochen, die sehr leicht brechen und du sehr vorsichtig sein musst in jeglichem im Alltag. Ja, da gibt's auch eine ganz lustige Geschichte, zum Beispiel jetzt letztens beim Arzt. Ich wollte mich eigentlich nur an der Trage festhalten und hat es einmal einen ganz lauten Knack gegeben und da war es vorbei. Also 20 Knochenbrüche hattest du schon? Ungefähr, ja. So in deinem ganzen... Ich bin schon selber nicht mehr mit. Ja, also Knochenbrüche, dass das Bein gebrochen ist, Arm gebrochen, Schulter gebrochen, sowas? Ja, damals, wo wir telefoniert haben, da war auch mein Knie gebrochen und das ist immer noch nicht wieder gut. Das heißt, da muss man sich sehr, sehr vorsehen und auf alles Mögliche im Alltag achten. Ja eben. Und meine Angst ist natürlich, wenn ich älter werde, wenn ich irgendwie mal falle. Ja. Ich laufe immer noch an Krücken mit einer Schiene. Ja. Und wenn ich dann älter werde und wie gesagt halt eben mal fallen tue, ja, wenn ich dann im Rollstuhl lande oder was weiß ich nicht was, Querschnittslähmung oder alles, was da so passieren kann. Also die Lebenserwartung, die Lebenserwartung bei dieser Erkrankung ist durchaus normal. Soweit wie ich weiß, ja. Ja, es kann nur alles sehr viel beschwerlicher werden. Ist es denn so, dass die Knochen bei dieser Erkrankung, je älter man wird, auch noch brüchiger werden, als sie ohnehin schon sind? Ja, natürlich durch Osteoporose natürlich. Mm-hmm. So, da ist natürlich die Angst groß, dass du fällst, dass du, wie du gerade sagtest, im Rollstuhl irgendwann sitzen wirst. Hast du Kontakt mit Menschen, die deine Krankheit haben, die schon älter sind? Leider nicht. Also mein Erzeuger, den ich nicht kenne, der von dem habe ich die Krankheit geerbt. Aber sonst kenne ich keinen, der sowas hat. Mhm. Und ihn wiederum kenne ich auch nicht. Mhm. Du bist ja jetzt erst 25, ne? Richtig. Sag ich nochmal. Ja, da kommt ja noch einiges dazu. Letztes Jahr im Juni ist mein Onkel an Krebs gestorben, an Hautkrebs. Mhm. Im September dann meine Großtante am Schlaganfall. Die hatte 5 Schlaganfälle. Ach, das heißt... Da kommen dann noch einige Krankheiten in der Familie dazu. Das heißt, du bist auch mit diesem Thema schon heftig konfrontiert worden. Ja, ja. Darüber hinaus, über diese verständliche Angst, dass durch deine Krankheit es beschwerlicher wird für dich im Alter... hast du so generell auch Angst vor dem Älterwerden, eventuell? Generell vor dem Älterwerden nicht unbedingt. Nur was da passieren kann und vielleicht wie der Tod in dem Moment vielleicht aussehen tut. Weil ich weiß ja nur gar nicht, was passieren tut. Ja. Und ich möchte auf jeden Fall nicht so enden, weil ich nicht mit einem Wirbelsäulenbruch oder irgendwie sowas... Das ist das Schlimmste, was passieren könnte, wäre ein Wirbelsäulenbruch. Ja. Mhm. Ja, dann wäre ich querschnittsgelähmt, dann würde ich nur am Bett gefesselt sein. Mhm. Ist es so, dass in jungen Jahren, wenn du Brüche hast, dass die schneller verheilen, als wenn man älter ist und wird? Im Gegenteil, nein. Ich hatte zum Beispiel auch schon vorher einen Sprunggelenkbruch, der eigentlich so 6 Wochen dauert. Der hat bei mir dann schon 12 Wochen gedauert. Und das Sprunggelenk, ja, damals konnte man mir das nicht operieren, weil ich damals schwanger gewesen bin. Aber also es hat dann vom normalen Heilen ohne Operation 12 Wochen gedauert. Du bist schwanger, du hast ein Kind. Nein, ich war damals schwanger. Ja, ich habe ein Kind. Mein Kind wird jetzt im Juni 9. Du warst schwanger, so meinte ich das auch. Ja, klar, natürlich. Das Kind hat die Krankheit nicht. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Mhm. Lebst du in einer Partnerschaft oder lebst du alleine? Im Moment, ja. Wie soll ich sagen? Mehr eine Affäre. Mehr eine Affäre, aber du lebst nicht... Mehr eine Affäre mit dem besten Freund, könnte man so sagen. Ach so. Der aber auch solo ist. Achso, aber du lebst nicht mit dem... Um einiges älter als ich. Ja, du lebst nicht mit dem Vater des Kindes zusammen. Nein. Nee, das nicht. Ja. Nein. Ja, Melanie, das kann man natürlich nachvollziehen, dass du da eine besondere Angst hast, bezogen eben auf deine Erkrankung. Da gibt es wahrscheinlich gar kein Gegenmittel, außer vorsichtig sein, ne? Vorsichtig und nochmals vorsichtig. Ja, es gibt aber auch viele Leute, die das nicht verstehen. Die sagen dann zu mir, na du,
geh doch mal vor die Tür. Mhm. Ich habe auch einen kleinen Hund. Geh doch mal vor die Tür und ohne Krücken. Ich sage mal, ich habe so eine panische Angst, ich könnte irgendwo drüber stolpern. Ja, aber das finde ich auch leichtfertig, dir das so vorzuschlagen, wenn man weiß, was für eine Erkrankung du hast. Liebe Melanie, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja, Gruß an dein Team, ich wollte noch ein Autogramm. Dankeschön, wir rufen gleich nochmal an, tschüss. Ja. In der Technik, Uwe Peters, morgen sind wir wieder da mit einer offenen Sendung, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Schöne Nacht.